Herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserem Tech Room. Mein Name ist Alex und heute geht es um die DJI Zenmuse P1. Und da kommt sie schon geflogen. Machen wir mal schnell auf und holen sie auch mal schnell raus. Sexy wie und je sind diese ganzen Gimbals und Kamerasysteme von DJI gemacht. Koffer brauchen wir nicht, ist auch nicht viel mehr drin. Schauen wir uns das gute Stück mal eben an. Was fällt auf? Wenn jemand eine X7 kennt, ist das Gehäuse deutlich größer jetzt. Warum? Wir haben jetzt einen Full-Frame, also einen Vollformat-Sensor und nicht mehr einen Super 35, wie in der von der Inspire bekannten X7-Kamera. Der Bajonettverschluss bzw. das Demontieren oder Tauschen des Objektivs hat sich ein bisschen geändert. Es ist jetzt hier ein kleiner silberner Knopf und dann können wir das Ganze wieder drehen. Und wenn man das sich anguckt, ein richtig schön großer Full-Frame-Sensor. Das Ganze liefert 45 Megapixel, die Datenrate ist enorm, knapp 100 MB in RAW. Die JPEGs sind auch sehr brauchbar, bis zu 20 MB. Standardmäßig kommt sie mit dem 35 mm Objektiv. Es gibt auch noch wahlweise als Zubehör die 24 mm oder 50 mm Brennweite. Wir hängen sie jetzt mal unter die Drohne und gucken uns das Ganze mal eben auch auf der Fernsteuerung an. Auch hier, wie immer, der weiße Punkt auf den roten Punkt, dann verdrehen gegen den Uhrzeigersinn, bis rot auf rot ist, dann die Sonnenblende ab oder die Schutzkappe einschalten. Das System initialisiert sich und fährt hoch. Was ist noch die Besonderheit? Ihr habt zwei Speicherkarten. Ihr habt eine extrem schnelle SD-Karte da drin mit 128 GB und eine kleine Micro-SD-Karte, die Flugdaten mit aufzeichnet. So, das System hat sich initialisiert. Wir schnappen uns unsere Fernbedienung, gehen auf manuellen Flug, klicken die Checkliste weg, haben wie immer erstmal First-Person-Viewer-Ansicht, gehen dann unten rechts auf die Zenmuse P1 und haben jetzt hier das Bild. Ja, es ist nicht viel zu sagen. Wenn ich einfach ins Bild klicke, passt er die Helligkeit, Blende etc. alles an. Autofokus, manuellen Fokus, kann ich alles einstellen. Ich habe mein Kameramenü, kann das Image-Auflösung, also 3:2 beispielsweise, ändern. Den Fotomodus kann ich anpassen, den Weichsabgleich, so das Typische, was sich für die Kameras eben gehört. Autofokus eben auch durch einfaches Tap aufs Display. Was natürlich super spannend ist für die Vermessung, wenn ich auf Missionsflug gehe. Jetzt wird es relevant. Wir gehen zum Beispiel auf Kreieren einer Route. Und was macht diese Kamera so besonders im Gegensatz zu allen anderen Kameras, die bisher auf dem Markt gewesen sind oder auch alle anderen vergleichbaren Drohnen, die schon in der Vermessung unterwegs sind? Sie verknüpft jetzt einen Flug statt fünf. Wenn ihr das sonst kennt, also eine Oblique-Mission gemacht habt von einem Gebäude, brauchtet ihr fünf Flüge. Eine Nadirbefliegung, 90 Grad senkrechte Bilder von oben und dann im 45 Grad Winkel oder weniger aus jeder Himmelsrichtung. Jetzt macht das System das in einem Flug und auch in einem Drittel der Zeit. Ihr geht also auf Missionsflug. Wir kreieren eine neue Route. Wir brauchen zwingend eine Internetverbindung, damit wir eben unsere Karte öffnen können. Wir gehen jetzt nicht auf Oblique, sondern auf Mapping, weil es ist ja eine Smart Mapping Funktion. Die Karte baut sich auf. Wir suchen mal eben schnell Bremen. Normalerweise findet er uns alleine, wenn die Drohne GPS habt. Aber wenn ihr auch im Vorfeld selber zu Hause Mission plant, müsst ihr mal eben an die besagte gewünschte Position reinzoomen. So, wir machen einmal den Standardklick. Dann gibt es hier das Quadrat. Wir müssen als nächstes die Kamera auswählen. In dem Fall Zenmuse P1 und dann auch das Objektiv. Wir haben das 35 mm da drauf, also 35 mm. Jetzt darunter gibt es die Smart Oblique Funktion. Dort aktivieren wir die, sagen jetzt, welchen Winkel sie dann einnehmen soll. Und wir sehen auch, dass sie sich im Vergleich zum Vorfeld, nicht Smart Oblique, sich die komplette Mission geändert hat. Jetzt würden wir in der Standard-Mapping-Variante mit 90-Grad-Befliegung nicht viel Overhang haben, also nicht viel über unseren gewünschten Bereich hinausfliegen. Für Smart Oblique wird der ganze Bereich etwas größer, weil wir eben auch
45 Grad Aufnahmen brauchen. Ich könnte es auch ein bisschen weniger machen, dann wird quasi die seitliche Abweichung von dem zu inspizierenden Bereich ein bisschen geringer, aber für die ideale Befliegung 45 Grad. Darunter seht ihr eben, welche Genauigkeit ihr erzielt. Flughöhe bei 100 Metern haben wir eine Genauigkeit für ein Orthofoto von 1,26 cm pro Pixel und für das komplette Modell von 1,78 cm pro Pixel. Das könnt ihr euch entsprechend eures Wunsches anpassen. Er macht die Geschwindigkeit selbstständig. Also er passt je nach Position und je nach Kamerawinkel eben seine Geschwindigkeit dynamisch an. Da braucht ihr nichts mitmachen. Die angegebene Zeit, jetzt in dem Fall 9 Minuten 42, unterschreitet er meistens, weil dadurch, dass das System dynamisch die Geschwindigkeit ändert, kann er das nicht genau berechnen und nimmt den schlechtesten Fall an. Ja, das war's eigentlich schon. Da könnt ihr sonst die üblichen Settings ändern, aber ansonsten, wenn ihr zufrieden seid, speichert die Mission ab. Und wenn dann ihr vor Ort seid und sie losfliegen soll und das mappen soll, drückt ihr auf das blaue Play-Zeichen. Dann gibt es die Infos, wenn alles grün ist. In diesem Fall, wir befinden uns im Gebäude. Somit nicht möglich, dass sie hier autonom fliegt. Aber wenn das alles auf grün ist, kann ich die Mission hochladen und dann auf Start drücken. Jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp am Rande. Nagelt mich da aber nicht drauf fest und ist auch ohne Gewährleistung. Es ist so, dass die Objektive, die neuen für die P1, sehr speziell dafür gefertigt worden sind. Sie haben speziell gehärtete Linsen und liefern ein extrem scharfes, manchmal auch gefühlt überschärftes Bild. Wenn euch das stört, ihr könnt von der X7 die Optiken nehmen. Alle bis auf das 16 mm, also 24, 35 oder 50 mm von der X7 passen da drauf, sind offiziell nicht unterstützt und somit ist das in eurer Verantwortung, ob ihr das macht oder nicht. Bei uns getestet funktioniert es einwandfrei. Die Bilder sind nicht mehr so super scharf, sondern so normal, wie sonst eben man das sonst gewohnt ist. Und es funktioniert tadellos. Also wir haben keine Probleme, wenn wir auch wieder zurück auf die richtigen, korrekten, unterstützten Linsen wechseln. Aber es kann natürlich sein, dass etwas damit dann hinterher nicht in Ordnung ist. Also es liegt in eurer Verantwortung. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu scharf, dann könnt ihr auch auf die X7-Varianten gehen, gerade wenn ihr sie noch im Bestand habt. Das war's zur P1. Ich sage danke, abonniert unseren Kanal, läutet die Glocke. Wir sehen uns auf Instagram, Facebook und Co. Und danke, bis zum nächsten Mal.